wenn ihr nach einer Runde da seid, weitermachen. Boah, weißt du, woran es auch nichts der Ryan Murphy sehe? Ist das richtig? Ja. Yes. Wir sind jetzt alle eine Tänzende Fee. Ja. Ich bin Martin Ganguly, Lehrer, Dozent, Filmpädagoge und Autor. Ja. So, letzte Runde, genau. Danke euch. Ich arbeite sowohl in der Schule wie auch im universitären Bereich in der Lehrerausbildung. Meine eigentlich studierten Fächer sind Deutsch, Kunst und Medien. Ich unterrichte jetzt aber schwerpunktmäßig Theater und Film. Das machen wir in Verbindung mit Lebenskunde. Das ist so eine Art Modellprojekt. Und das läuft seit vielen Jahren sehr, sehr gut. Aufwärmübungen mit den Theaterklassen des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Berlin. Sie gehören zu seinem Unterricht dazu, genauso wie das Sprechen über Film und Theater, über Brecht, Jelinek, Fassbinder oder die Debatten über Genderthemen und Diversität. Was ist euch aufgefallen? Wo war es besonders gelungen? Wo hättet ihr Verbesserungsvorschläge? Levin. Ich habe ja nach dem Abitur am Max-Reinhardt-Seminar Regie, Schauspiel und Bühnenbild studiert und auch lange im Theater gearbeitet und auch beim Film. Was bist du? Habe dann aber aus persönlichen Gründen meinen zweiten Wunschberuf studiert. Ich finde Lehrer ja einen ganz wunderbaren Beruf. Und habe dann aber auch gleich promoviert in Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Und jetzt verbinde ich das alles. Ja. Also das ist für mich eine ganz wunderbare Sache, dass ich meine Schwerpunkte verbinden kann und damit wirklich das mache, was mir Freude macht und was ich weitergeben kann. Spontaner Besuch. Einer seiner ehemaligen Schüler ist Schauspieler geworden und schaut nach einem Filmdreh vorbei. Das ist Philipp Lehfeld. Er hat 2017 ihr Abi gemacht. Also man kauft es den irgendwo ab. Praxislehrstunde. Philipp erzählt von seinen Dreherfahrungen. Dass Schüler nach dem Abitur den Schauspielberuf ergreifen, bleibt allerdings die Ausnahme. Vielmehr geht es in den Theaterklassen neben dem Bildungsaspekt auch darum, sich weiterzuentwickeln. Ich erwarte sehr viel von denen. Ja? Ich möchte, dass sie Qualität kennenlernen, dass sie aber auch qualitativ gut sind, dass sie was Tolles machen. Und dafür bin ich auch bereit, über jegliche Arbeitszeit das hinauszumachen. Ob das nun immer richtig ist, weiß ich nicht. Das ist meine deutsche Seite vielleicht, ich weiß es nicht. Die schwäbische Seite, die ich gerne arbeiten. Ich bin in Stuttgart geboren. Ich bin das Kind einer Schwäbin und eines Bengalen. Mit anderen Vorfahren aus Skandinavien, aus Österreich, also ganz polyglott. Ich bin natürlich aufgewachsen mit einer anderen Sichtweise aufs Leben. Ich denke manchmal, dass in Deutschland ist es sehr viel so immer das Entweder-Oder und nicht das Sowohl-als-auch. Und diese Flexibilität, die ist mir sehr wichtig. Und das ist schon etwas, was ich philosophisch anders mitbekommen habe und was ich mir denke, einen anderen Blick aufs Leben erlaubt. Ich bin der Filmpädagoge der Berlinale seit 2004. Das kann ich auch gut mit den Schulen verbinden. Ich habe auch schon Festivals kuratiert. Pädagoge, Dozent, Kurator, Autor. Für ihn ist es wichtig, dass ihm sein Lehrberuf die Möglichkeit bietet, schulische und außerschulische Projekte zu verbinden. Ich denke, das deutsche Schulsystem hat viele Vorteile. Manchmal ist es etwas zu bürokratisch und hierarchisch. Das müsste nicht sein, aber es hat auch viele gute Seiten. Regelmäßig führen die Schülerensembles ihre Inszenierungen auf. An diesem Nachmittag finden Proben im Theaterkeller des Gymnasiums statt. Vorbereitung für eine Komposition aus dem Tschechow-Einakter An der großen Straße und Gorkis Nachtasyl. Eine fordernde Arbeit. Eine gute Lehrkraft braucht die Fähigkeit, Beziehungsarbeit leisten zu können. Also es ist wichtig, es sind ja Menschen, mit denen man sich auseinandersetzt, die man auch bildet, vielleicht auch eine gewisse Weise formt, ihnen was mitgibt, was Gutes mitgibt. Und es sind sehr persönliche Beziehungen. Und es geht auch nicht darum, ob Noten oder gut und schlecht, diese Einklassifizierung, die natürlich auch zwangsläufig daherkommt, aber die sollen ja was fürs Leben mitnehmen. Das ist ja wirklich eine Form von Lebenskunde, das sie mitnehmen. Ja, bitte mach das nochmal von vorne, das finde ich schön, ja? Bitte drum. Das hat was unglaublich Dynamisches und Belebendes an sich. Man kann denen auch was mitgeben. Sie spielen. Das finde ich total interessant. Ich finde, es muss nicht so sein, aber ich finde es, ja, es ist in dem Fall extrem gut. Schwierig für mich ist, dass natürlich diese Disziplingeschichten auch stimmen müssen. Ich finde es schwierig, wenn Leute dann kurzfristig krank sind, wenn man wirklich etwas probiert. Trotzdem ist es erfüllender als für mich, als in einem Theater zu arbeiten. Da ist man irgendwie mehr vom Leben abgeschnitten. Das ist so eine ganz besondere Bubble, die mich nicht so glücklich gemacht hat. Und ich finde, das ist so eine Überschneidung von Kunst und echtem Leben. Das finde ich wirklich toll.